Hallo, meine lieben Ananäschen, und willkommen zurück zu Sweet Amores Schulleben. Wir starten heute in Episode 32. Glücklich, wer im Dunkel bleibt. Als Fortsetzung für das Drama, was in der letzten bzw. vorletzten Episode passiert ist. Ich muss natürlich es unbedingt ausnutzen, dass die Dialoge aktuell bis zum 11. Juni nur einen AP kosten. Ich schreibe euch das wahrscheinlich auch nochmal in den Community-Tab, damit ihr da auch Bescheid wisst, falls ihr es nicht gesehen habt, falls ihr nicht regelmäßig online seid. Und ja, würde sagen, ich schwafel gar nicht viel weiter rum. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal vergessen zu sagen, wie viele AP ich noch hatte. Ich habe jetzt 3283 und habe in dem Sinne auch nicht noch irgendwas anderes gemacht, deswegen. Okay. Alle Versuche, Lysander zu helfen, waren vergebens. Aber hast du genug getan? Gibt es keine andere Lösung? Währenddessen geht das Leben in der Schule seinen Gang. Auf dem Programm, Kunstunterricht, Flurgeflüster und ein Mädelsabend. Also ich weiß ja nicht, ob ich den Kopf für einen Mädelsabend hätte, wenn ein guter Freund im Krankenhaus ist und irgendwie gerade gar nicht klarkommt. Aber naja. Okay, also wir bekommen wieder AP und scheinbar scheint das wirklich auch so ein bisschen mit der Länge der Episode zusammenzuhängen, weil letztes Mal haben wir irgendwie nur 100 bekommen. Und die Episode war tatsächlich auch relativ kurz. Ich glaube, wir haben insgesamt etwas über eine Stunde gebraucht. Normalerweise sind es gute anderthalb. Ja, wir bekommen auf jeden Fall wieder 600 AP, da bin ich sehr glücklich drüber. Heißt allerdings auch, dass wir jetzt mit 3883 starten und nicht mehr mit 3283. Ich hoffe, ich denke am Ende der Episode dran, euch dann zu sagen, wie viel davon übrig geblieben ist, weil die 600 AP... Ja, obwohl, es könnte tatsächlich sogar sein, dass die 600 AP dann jetzt auch für die ganze Episode reichen, wenn ich ja nur einen AP brauche. Ich habe irgendwie Bock auf Mandarinen-Schmandkuchen. Es tut mir leid für alle, die ich jetzt damit ärgere. Aber ich glaube, ich backe am Wochenende mal. Okay. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Okay, das hatte ich jetzt ehrlicherweise nicht erwartet. Der Tag im Krankenhaus hat mich einfach erschöpft. Ja, okay, dann macht's Sinn. Ich bin ziemlich spät aufgestanden. Wunderbar ausgeschlafen. Ich werde ausnahmsweise mal frühstücken und entspannt in den Tag starten. Heißt das, wir frühstücken sonst nicht? Geh frühstücken. Okay. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen, Mama. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Ach ja? Dein Vater und ich haben beschlossen, deine Strafe aufzuheben. Sie hat lange genug gedauert und ich denke, dass du verstanden hast, weshalb du den Hausarrest bekommen hast und der letztendlich auch eine gute Entscheidung war. Und außerdem, in Anbetracht der Dinge, die du in letzter Zeit durchgemacht hast, hast du ein bisschen Entspannung verdient. Das kommt ja wie gerufen. Das ist echt toll, danke Mama. Und seid ihr darüber im Klaren, dass dein Vater und ich durchaus wissen, dass Treffen mit Jungs in deinem Alter ganz normal sind? Das wirkte bisher nicht so. Mal so gesagt, ich habe keine Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. Ohne Witz. Dein Vater wird sich schon beruhigen. Ich werde ihn zur Vernunft bringen. Aber wenn du willst, dass wir dir entgegenkommen, solltest du deinen Teil beisteuern und dich wie eine verantwortungsbewusste junge Frau verhalten. Ich habe verstanden. Kein Wegschleichen mehr. Zum Beispiel, ja. Ich frühstückte zusammen mit meiner Mutter, froh darüber, dass wir uns mal wieder austauschen konnten. Ich würde heute gerne ein wenig spazieren gehen, um meine wiedergewonnene Freiheit zu feiern und auf andere Gedanken zu kommen. Leider ist Sonntag und alle Geschäfte sind geschlossen. Aber am allerliebsten wollte ich sowieso Zeit mit Castiel verbringen. Ich weiß, ich denke zu viel nach, aber ich wollte nicht wie eine Klette erscheinen. Aber letztendlich konnten wir gestern eh nicht viel Zeit zusammen verbringen. Im schlimmsten Fall schlage ich es ihm vor und sehe dann schon, was er antwortet. Ich meine, er kann dann ja immer noch absagen, wenn er nicht möchte. Ich zog mich zurück, um ihn anzurufen.
Er stimmte dem Treffen zu, wenn auch ein wenig überrascht. Das widerspricht zugegeben ein wenig meinem Plan, eine geheime Beziehung zu führen. Ja, irgendwie schon. Aber ewig wird sie ja auch nicht geheim bleiben oder geheim bleiben können. Neue Aufgabe, trifft deinen Geliebten in der Stadt. Ja, das werden wir wohl hinkriegen. Mama, Papa, falls du zu Hause bist, ich bin dann mal weg. Okay. Dann. Oh, okay. Das hatte ich jetzt nicht. Oh, hallo Wuli. Hey Iris, wie geht's? Gut, danke. Du hast also Lysander besucht? Ich nickte. Wie geht es ihm? Er erholt sich von seinen Verletzungen, aber er hat noch etwas Schlimmeres. Was denn? Ich erzählte Iris von Lysanders Problemen, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen. Der Ärmste. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist es in der Tat. Und kann man denn gar nichts tun, um ihm zu helfen? Wir könnten natürlich versuchen, ihm von der Vergangenheit zu erzählen. Vielleicht hilft das ja. Jedenfalls hat es bisher noch nichts gebracht. Ich werde ihn diese Woche besuchen gehen. Ich hoffe, er erinnert sich an mich. Iris ist immer so nett zu allen. Manchmal glaube ich, dass ihr das nicht immer zum Vorteil gereicht hat. Was bringt dich nur dazu, zu allen so freundlich zu sein? Als ob das was Schlimmes wäre. Okay, naja. Oder Iris, du bist wirklich ein Schatz. Ich bin sicher, Lysander wird sich über deinen Besuch freuen. Ja, ehrlicherweise auch unabhängig davon, ob er sich an sie erinnert oder nicht, ne? Oder nichts mehr sagen. Nee, ehrlich gesagt, würde ich sehr gerne antworten und sagen, dass sie ein Schatz ist. Danke, das hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall. Du bist sogar ein sehr großer Schatz, ganz ehrlich. Jeder, der dich kennt, kann sich glücklich schätzen. Das ist ja mal wieder ganz hervorragend, dass man hier rumrennt wie so eine Bekloppte. Und, Castiel nicht findet. Castiel müsste gleich hier sein. Hey, Kleine. Es fällt mir nach wie vor schwer, locker mit ihm umzugehen. Trotz der Dinge, die zwischen uns passieren, schüchtert er mich noch immer etwas ein. Komm schon her, ich werde dich nicht fressen. Na, wer weiß. Egal. Mit feuerroten Wangen machte ich einen Schritt auf ihn zu. Er zog meinen Kopf entschieden zu sich heran, um mich zu küssen. Er küsst mich immer so leidenschaftlich, dass ich gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Und er war auch rot, auch wenn man es jetzt nicht mehr sieht. Das finde ich ja gerade eben das Süße an der Beziehung zu Castiel, dass er einen irgendwie also so ein bisschen verlegen macht, weil er einem überlegen vorkommt, weil er halt mehr Erfahrung hat und so. Aber nichtsdestotrotz ist er dann halt super lieb eigentlich, ne? Wir beschlossen, ein wenig spazieren zu gehen. Wenn mir früher jemand gesagt hätte, dass ich eines Tages einen romantischen Spaziergang mit Castiel machen würde. Ich habe immer noch Angst, jemanden über den Weg zu laufen. Halt doch mal die Klappe. Aber es ist so schön, dass ich den Moment nicht verderben möchte. Ja, vielen Dank auch. Okay, wenn wir spazieren gehen wollen, dann wahrscheinlich im Park. Okay, dann laufen wir mal ein bisschen durch den Park. Es tut so gut zur Abwechslung, mal kein konkretes Ziel zu haben. Einfach mit ihm zusammen zu sein. Die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, ist, gehen sie einfach nur nebeneinander spazieren? Wie weit laufen sie nebeneinander her? Halten sie Händchen? Einfach mit ihm zusammen zu sein. Hast du dich von gestern gut erholt? Diese Frage müsste ich eher dir stellen. So habe ich dich bisher kaum je erlebt. Jedenfalls siehst du nicht mehr ganz so müde aus. Ja, falls es euch nicht aufgefallen ist, in der letzten Episode hatte Castiel echt krasse graue Augenringe. Ja, ich habe besser geschlafen.
aber ich warte immer noch darauf, dass du mir erzählst, wie es mit der kleinen Psychopathin ausging. Es stimmt, dass ich ihm gestern lediglich gesagt habe, alles sei soweit geklärt, ohne in die Details zu gehen. Ich erzählte ihm also alles über Nina und die Gründe, aus denen sie sich ein wenig zu eng an Lysander geklammert hatte. Na, entschuldige bitte mal, es gibt ja wohl haufenweise Leute, die Probleme mit ihren Eltern haben. Darum verursachen sie aber noch lange nicht alle paar Tage einen Unfall. Ja, das stimmt sicher, aber sie hat nicht verdient, dass man noch mehr auf ihr rumhackt. So wird's ihr nicht besser gehen. Ich hoffe nur, dass ich hier nicht mehr über den Weg laufe. Ich hätte sonst Schwierigkeiten, mich zurückzuhalten. Ja gut. Dann reden wir doch lieber über etwas anderes. Ich weiß nicht mal, wo du genau wohnst, wenn ich ehrlich bin. Ist es weit weg? Oder also läuft es mit deinen Eltern besser? Oder warum hast du Demon nicht mitgebracht? Keine Ahnung. Ich traue mich schon fast nicht, das zu fragen, aber läuft es mit deinen Eltern besser? Ich habe schon wieder geredet, ohne nachzudenken, und er scheint immer noch nicht bereit, sich mit mir darüber zu unterhalten. Ja, großartig. Ehrlich gesagt, sie gehen mir auf die Nerven. Vielleicht sind sie gerade in einer Midlife-Crisis oder was weiß ich. Wie kommst du darauf? Es ist, als würden sie bereuen, sich so wenig um mich gekümmert zu haben. Sie rufen mich andauernd an und sind viel öfter zu Hause als früher. Es ist schlimm, wenn man alt wird. Okay, wie alt sind wir hier? 16, 17? Ja, das stimmt allerdings. Es ist sehr schlimm, wenn man alt wird. Ich bin mittlerweile 30 und es ist ganz grausam. Ich brach ein schallendes Gelächter aus. Ich verstehe wirklich nicht, was es da zu lachen gibt. Weil ich es lustig finde, dass deine Eltern sich bessern wollen und du dich weigerst, der Realität ins Auge zu blicken. Ich würde das keine Verbesserung nennen. Ist es aber. Ach, sie wollen für dich da sein. Finde ich super. Eher weniger. Ich gehe tatsächlich mit einer Optimistin aus. Ja, das tut eigentlich mal ganz gut. Aha, wir gingen weiter. Okay, dann vielleicht jetzt in dem Park? Nein? Wird langsam etwas heiß. Hast du noch nicht genug gemeckert? Okay, ich werde also leise verdursten. Mal ernsthaft, wir könnten dir was zu trinken suchen gehen. Das Blöde ist, dass alles geschlossen hat. Selbst das Café. Wir sind nicht weit weg von deiner Wohnung. Du könntest mich doch auf ein Glas Wasser reinbitten. Ich biss mir auf die Lippe. Ich fände es schön, Castiel bei mir zu Hause zu haben, aber während meine Mutter in der Nähe ist, nee. Obwohl sie heute eigentlich bei meiner Tante sein sollte. Fühlst du dich bereit, meine Eltern zu treffen? Ich unterstrich meine Frage durch ein breites Lächeln. Das war ein Witz, okay? Ich bin nicht scharf drauf, von deinem Vater erwürgt zu werden. Er ist heute gar nicht da. Und meine Mutter ist vielleicht außer Haus. Ich müsste bei mir vorbeischauen und nachsehen. Du denkst, meine Schwiegermama hat mehr Lust, mich kennenzulernen? Sie ist viel verständnisvoller als mein Vater. Aber ich bin noch nicht bereit für offizielle Vorstellungsrunden, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Das geht jetzt schon wieder in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Nein, aber ich bin's auch nicht. Das kannst du mir glauben. Sehr gut, dann sind wir ja einer Meinung. Ich schau schnell bei mir vorbei, um zu sehen, ob die Luft rein ist, und sag's dir dann. Ich warte in sicherer Entfernung auf dich. Aha, okay. Ich weiß nicht, was das schon wieder ist, ey. Das ist irgendwie alles so seltsam. Bin nur ich das? Ich find's seltsam, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ja. Es ist
Okay, ja, dann gehen wir mal hoch. Super, sieht so aus, als wäre niemand da. Aber ich sehe besser noch mal oben nach. Nur zur Sicherheit. Aha. Nur zur Sicherheit. Oben ist auch niemand. Das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube daran, dass das Glück auf meiner Seite ist. Nee. Nee. oder trotzdem sollte ich kurz bei meiner Tante anrufen, um sicherzugehen, dass meine Mutter wirklich dort ist. Ich hoffe, dass Erik keinen Verdacht. Oder... aber eigentlich habe ich zu große Angst, überrascht zu werden. Ich werde nur eine Flasche Wasser holen und zurück nach draußen gehen. Keine Ahnung? Also, nee, also ich werde jetzt nicht nur eine Flasche Wasser mit rausnehmen. Ach komm, selbst wenn meine Mutter nach Hause kommt, selbst wenn mein Vater nach Hause kommt, dann kriege ich halt wieder Haushaltest. Geh zu deinem Freund nach draußen. Okay. Ja, wo ist er denn jetzt stehen geblieben? Ach, da hinten ist er. Reicht's jetzt? Können wir aufhören, Verstecken zu spielen? Oh Mann, wenn dich das so stört, kannst du ja auch die Nachbarn um ein Glas Wasser bitten. Er hat doch gar nicht gesagt, dass er durstig ist, oder? Immer noch so mutig, was? Er zog mich entschieden an sich, um mich zu küssen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hieß das nicht eben auch schon so? Naja. Ich bin wirklich gespannt auf dein Zimmer. Da müssen wir aber für ein Glas Wasser gar nicht hin. Oh, super. Jetzt stotter ich hier rum. Ich muss dermaßen unterbelichtet wirken. Ich würde mich ohrfeigen, wenn ich könnte. Okay. Führe ihn in deine Wohnung. Alles klar. Ich bin ganz schön nervös. Tief durchatmen, Kleine. Du siehst aus, als wäre dir unwohl. Er hingegen fühlt sich viel zu wohl. Ich werde uns ein Glas Wasser holen gehen. Als ich aus der Küche zurückkam, sah er sich im Wohnzimmer um. Ein leises Lächeln auf den Lippen. Was gibt's denn so Lustiges? Jetzt beruhig dich mal, okay? Ich schau mir nur die Deko an. Ist witzig. Hätte nicht gedacht, dass dein Zuhause so entzückend ist. Seine Ausdrucksweise ließ mich unwillkürlich auflachen. Daran ist tatsächlich vor allem mein Vater schuld. Meine Mutter ist nicht ganz so streng. Streng? Was hat denn das mit Strenge zu tun? Naja, ich hoffe, du kommst mehr nach deiner Mutter. Ich habe keine Lust, in deinem Keller gefangen gehalten zu werden. Oh Mist, du hast mich enttarnt. Wer weiß, vielleicht würde ich mich nicht mal wehren. Also du willst in den Keller eingesperrt werden, ja, okay. Er sah mich mit einem so intensiven Blick an, dass mein Herz anfing zu rasen. Und dann kommen wir noch auf die Idee, ihn in unser Zimmer einzuladen, ja, okay. Wir könnten uns in mein Zimmer setzen. Warum habe ich das bloß gesagt? Entschuldigung, aber die Episode ist irgendwie voll witzig. Okay. Wie darf ich das verstehen? Nicht so wichtig. Ich habe das nur so dahin gesagt. Na schön, wieso nicht? Ich möchte nur zu gern wissen, wie es aussieht. Garantiert rosa. Ich führte ihn mit puterrotem Gesicht nach oben. Okay. Ich räusperte mich. Jetzt bleib bloß auf dem Teppich. Nur der Junge deiner Träume in deinem Zimmer. Alles ganz normal. Na, sieh mal einer an. Hey, es wird hier nicht gemeckert, okay? Reg dich ab. Ich hab doch gar nichts gesagt. Du solltest wirklich mal lernen, dich zu entspannen. Ich weiß, aber gerade hilfst du mir auch nicht sehr dabei.
wenn du drauf bestehst. Er kam langsam auf mich zu, ein breites Lächeln auf den Lippen. Ich räusperte mich nervös. Also im Moment machst du es auch nicht besser, eher schlechter. Und wenn du einfach abwarten würdest und mich machen ließest? Er kam noch näher. Reflexartig machte ich einen Schritt nach hinten und stieß gegen meine Zimmerwand. Das hat irgendwie sowas von... Was war es denn nochmal? Der Löwe und das Lamm. Es erinnert mich gerade so ein bisschen an die Szene aus Twilight. Nur, dass wir nicht in einem Wald stehen. Castiel legte eine Hand an meine Hüfte und stützte die andere neben meinem Gesicht an der Wand ab. Ich schloss die Augen und er küsste meinen Hals. Uhu. Und jetzt? Ja, ist total entspannend. Er strich meine Haare zur Seite und berührte mit seinen Lippen die Stelle hinter meinem Ohr. Er weiß schon, was er tut, oder? Ich bekam am ganzen Körper Gänsehaut. Plötzlich fühlte ich mich stärker zu ihm hingezogen als je zuvor. Stärker noch als bei unserem ersten Kuss. Das war ja so klar. Wahrscheinlich ist das auch noch der Vater, oder? Wuli, bist du da? Ich sprang so abrupt auf die Beine, als hätte man mir einen elektrischen Schlag verpasst. Seit wann saßen wir? Oder so? Ah, oh, okay, ist doch die Mutter, alles klar. Okay, das ist meine Mutter. Scheiße. Versteck dich. Das kann nicht dein Ernst sein. Im Schrank. Es tut mir so leid. Diese Situation ist so bescheuert. Aber ungelogen, wirklich. Okay. Das kann nicht dein Ernst sein. Im Schrank. Ich buxierte ihn unsanft in meinen Kleiderschrank, dann schlug ich die Tür zu. Wenige Sekunden später klopfte meine Mutter gegen meine Zimmertür. Bist du nicht rausgegangen? Ich dachte, du würdest das schöne Wetter genießen. Ach, ja, ich habe eine kleine Runde gedreht, aber dann wollte ich mich etwas auffrischen gehen. Warum stehen zwei Gläser in der Spüle? Ich konnte nicht verhindern, dass ich zusammenzuckte. Aber ich hatte zweimal Durst und habe beim zweiten Mal ganz vergessen, dass ich schon ein Glas aus dem Schrank genommen hatte. Tut mir leid. Ist doch nicht schlimm. Ich dachte nur für einen Moment, du hättest einen Freund eingeladen. Das ist alles. Das wäre doch... Ja, ernsthaft. Das wäre doch jetzt die Gelegenheit, um zu sagen... Ja, habe ich auch. Der ist gerade auf Toilette. Oder so, keine Ahnung. Aber what the fuck? Es ist doch absolut nicht schlimm, jemanden einzuladen. Nein, nein. Hättest du Lust, einen Filmabend zu machen? Nur für Mädels? Ist lange her. Oh, gerade nicht. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten für die Schule erledigen. Später vielleicht, ja? Na gut, wie du magst, dann störe ich nicht länger. Ist gut. Uff, wir sind gerade noch mal davon gekommen. Aber jetzt stehen wir vor einem neuen Problem. Hey, ich ersticke hier drin. Ja, dann streng dich halt an. Ich werde nachsehen, was meine Mutter macht und dich rufen, wenn du dich gefahrlos rausschleichen kannst. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Das ist alles so verrückt. Das, ja... So könnte man es auch nennen. Okay. Ja. Mama? Gehst du etwa? Nein, nein. Ich dachte nur, ich hätte draußen ein Geräusch gehört. Hör mal, könntest du mir helfen, die Küche aufzuräumen, statt umherzuwandern? Armer Castiel, er wird sich fragen, wo ich bleibe. Zieh nicht so ein Gesicht. Ich habe dich nur um einen Gefallen gebeten. Ich habe doch gar nichts gesagt, Mama. Ich komme doch schon. Ich muss diese nervige Hausarbeit so schnell wie möglich loswerden. Wir brauchen gut 20 Minuten, um die Küche auszuräumen. Ich bin dermaßen angespannt, dass ich schon beim leisesten Geräusch aufschrecke. Bei der ersten Gelegenheit stahl ich mich davon.
Ich will mich nur versichern, dass er nicht durchdreht, ganz allein dort oben. Bist du noch da? Ich weiß auch nicht, was ich stattdessen tun sollte. Dein Fenster ist etwas hoch. Noch etwas Geduld. Ich mach so schnell wie ich kann. Versprochen. Ist das bescheuert. Agatha wollte mich überreden, mit Meditation anzufangen, wenn es bei ihr doch nur so Wirkung zeigen würde. Tantchen meditiert? Ja, zumindest behauptet sie das. Angeblich kanalisiert sie so ihre Energie. Ich unterdrückte ein Lachen. Okay, muss ich jetzt immer hin und her laufen? Suchst du was? Nein. Ich werde mich in ein Buch vertiefen. Das ist eine gute Idee. Ich bin in meinem Zimmer, falls du mich brauchst. Ah, in Ordnung. Super, jetzt oder nie. Okay. Psst, jetzt ist der Moment. Hopp, hopp, hopp. Du kommst ja früh. Sehe ich wirklich aus wie die Sorte Junge, die... Psst, bitte. Wir müssen uns beeilen. Folg mir. Sehe ich aus wie die Sorte Junge, die sich 3 Stunden in den Schrank einsperren lässt? Wuli? Oh nein, das ist meine Mutter. Was will sie denn jetzt noch? Was gibt's, Mama? Castiel erstarrte. Alles gut bei dir? Ich dachte, ich hätte Stimmen gehört. Ja. Ich hab nur vor mich hingesungen. Ich hörte, wie sie losprustete. Mhm. Wir haben nochmal Glück gehabt. Was bringt dich so zum Lächeln? Das ist das erste Mal, dass ein Mädchen es wagt, mich so zu behandeln. Und das findest du lustig. Ich blicke hier nicht mehr durch. Ich war sicher, dass er mir böse sein würde. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Wenn du dir mal was in den Kopf gesetzt hast, bist du wirklich extrem stur. Das gefällt mir. Okay. Das, hat mir schon immer gefallen. Unvermittelt warf ich mich ihm an den Hals, um ihn zu küssen. Okay. Fast forward. Und dann löste ich mich rasch wieder von ihm. Ich fand es total schön, Zeit mit dir zu verbringen. Aber du solltest jetzt besser gehen, bevor man uns noch überrascht. Wie du willst. Es war cool heute. Wir haben das echt mal gebraucht. Das stimmt. Bis morgen. Gespräch beenden. Ja, ich würde sagen, mit diesem beendeten Gespräch beenden wir dann, oder? Nee, mal gucken, was die Mutter noch zu sagen hat. Will die Mutter noch irgendwas sagen? Nee. Den Rest des Tages verbrachte ich allein auf meinem Zimmer. Bei der Sache mit dem Kleiderschrank hatte ich echt Panik, aber im Nachhinein war es doch irgendwie lustig. Das erinnert mich an etwas, das Rosa mir unter 4 Augen im Restaurant gesagt hat. Aber gib schon zu, dass das Leben so viel mehr Spaß macht, findest du nicht auch? Sie hatte tatsächlich völlig recht. Okay, damit beenden wir dann jetzt diesen Part und ich würde sagen, in ein paar Tagen hören wir uns beim nächsten Part. Ciao, ciao, meine lieben Ananäschen.